Hallo und herzlich willkommen hier zu weiterer Folge über Keller und Kopf. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ja, die Ballen habe ich nun mit Mühe und Not aufbekommen. Mit 5 Ballen war die Mission fertig und bin dann gleich im Anschluss hierher gefahren. Hat ein bisschen gedauert, deswegen habe ich das offline gemacht. Jetzt habe ich die Aufgabe, die Ballen zum Händler zu fahren. Vorher hatte ich die Aufgabe gehabt, hierher zu fahren. Unterstand. Ich hoffe, sie sind noch fest. Im Grunde ist das so, man geht auf und im Grunde hier rechts, da wo das Symbol ist, Magnet, festmachen, ne? Und das habe ich getan, hoffe, dass sie noch fest sind und die runterfallen. Ne, hier ist Halter geht ein abklappen. Und da ist halt Ballen befestigen. Ich weiß nicht, ob das. Gut, da sind sie fest. Das ist ganz wichtig, bevor wir losfahren und das plötzlich ein Schuss in die Hose geht. Also, das ist dann wieder nicht. Ich meine, das ist eine Mission, das ist so tragisch. Das fällt nicht auf. Gut, nehmen wir raus. Wir fahren jetzt mal zum Händler. Mir kommt das hier ein bisschen laut vor. Gehen wir in den Modus rein. Muss ich mal schauen, ob ich das leiser kriege. Beziehungsweise, ich habe hier auch vielleicht ein bisschen laut gemacht. So, Händler. Da fahre ich in die verkehrte Richtung, da werden wir gleich mal hier links abbiegen. Ist ja nicht weit um die Ecke. Achso, das ist alles gut. Jetzt fahren wir richtig. Ich weiß, über den Hof. Ne, hab drauf die Ballen. Ja, das ist ein bisschen sehr schwer zu beladen. Vielleicht gibt nur eines Tages eine bessere Lösung. Was ist so noch nicht ganz. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sag ich mal so, ne? Aber man erinnert sich, dass es laut ist. So. Tja, bin also voll losgefahren und bin im Regen angekommen. Ne? Und dann bin ich gleich runter unterm Dach und ja, da war halt die abgeschlossen, ne? Die Mission. Müssten die 3 Ballen unterwegs liegen? 3, ja, 3 Stück. Und den lasse ich aber liegen. Beziehungsweise ich fahre da gleich lang, aber ist egal. Darf geradeaus fahren. Drehen geht auch nicht. Da liegen die 3. Aber das macht nichts. Aber ein Gutes hat, die Lenkung funktioniert. Was auch nicht klappt, ist die Seitenkontrolle mit ja, die Technik mit Auf- und Abmachen des Ladearms. Ne? Also beladen mit dem Balken auf 3 und 4 ist richtig anstrengend gewesen. Weil man Kurs drücken, dann geht das Ding sofort hoch. Wenn der Ball nicht richtig fest ist, dann fliegt er weg. Und umgekehrt, man muss dann gedrückt halten, das muss man mal lernen, ne? Also das ist nicht so einfach, sich daran zu gewöhnen. Kennen sie ja so nicht. Ich kenne höchstens die modernen Fahrzeuge, in Anführungszeichen, die da. Es gibt ja auch Fahrzeuge, die richtig aufladen, ne? Also nicht nur Autolot, die jetzt so gewohnt sind. Bei LS. Nein, es ist auch, ja, das ne, starke Bauer und so und ist hier nicht. Brauchen Umweg, aber gut, wir müssen langfahren zum Hafen irgendwie, ne? Ja, müsst ihr mal sagen, wenn die Musik zu laut ist, so leise, ob nicht so laut, so leise. Laut Einstellung müsste es ganz gut funktionieren, also müsste. Aber wie gesagt, ein Außenstehender kann besser erkennen, was nun Phase ist. Ne? Wie gesagt, von außen ist es recht laut. Nehmen wir so vor. Ja, es gab hier ein Update.
am Wochenende. Jo. Wir haben so einiges dazu gebracht und einige Bugs repariert, ne? Also ein paar Fehler ausgebügelt. Das wird noch öfters passieren, dass sowas kommt. Ist ja nach wie vor eine Entwicklung, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? So, wo dürfen wir hinfahren? Hinter Gebäude oder vor dem Gebäude? Hinter dem Gebäude. Gut, laut Karte kann man es auch erkennen, bei der kleinen Karte unten links. Fast da. Wenn wir das die Mission dann fertig haben, dann habe ich meine 1000 XP verdient. Ah, hier ist der Händler, bin ich froh. Ja, guck hier. Für 720 war das verdammt viel Arbeit. Also verkaufen ist da rechts. Dann muss ich mir wieder streng drücken. Und super! Du siehst jetzt deinen Lohn für die gute Qualität. Der Ball auf dein Konto. Jetzt hast du den Feierabendtrank verdient. Ja, gut. Das hätte ich gerne noch letzte Woche geschafft, aber das war echt lange. Weil ich nicht wusste, wie lange es dauert, ne? Glückwunsch, Szenario abgeschlossen. Mal 1000 XP erhalten. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Szenario-Menü. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir werden mal hier Lass sie wachsen anfangen. Und dazu müssen wir erstmal die Tierhaltung machen. Hier können wir 2000 XP verdienen. Länge, bis mehr als eine Stunde. Aber Tierhaltung machen wir gleich. Tierhaltung. Aha, Tierhaltung, beginnen. Das heißt, in dem Fall wäre das so: mit Düngen und Ernte, glaube ich. Tierhaltung, Transport, Tiere kaufen, füttern. Gut. Wir lernen Tierhaltung, das ist wichtig. Für das nächste Szenario. Kurz gerade laden. Ich weiß auch nicht, was mich zukommt. Mal schauen. Könnte gut oder schlecht sein. Keine Ahnung. Lass mich überraschen. So. Die Bullen in deinem Stall haben nach der Mast genug Gewicht, um an den Tierhändler verkauft zu werden. Amize, du verlädst deine Tiere, indem du Transportanhänger in den Transporter bringst und bringst sie zum Herrn Tierhändler. Danach wirst du neue Tiere kaufen und zurück zum Stall bringen. Aha, beginnen wir. Also heißt die. Amize, Quatsch. Miaut. Öffne das Tiermenü. F1. So. Gut. Da haben wir Tiermenü. Dann Bestand. Name. Gewicht. Nehmen wir an, Gewicht, ne? Ja, ein 315 Kilogramm. Naja. Transportbox, nehmen wir an, ne? Sechs Tiere? Holger, die haben richtig den Namen, du. So, Heinz Dieter, das machen wir auch. Transportbox, Ballon, Dimitri, ja. Transportbox, Ballon, Edmund, Transportbox. Verlan. Diethelm, den Namen kenne ich gar nicht. Transportbox.
Wow. Und nun? Ja, genau. Fahre zum Stalingang, also da sollen 10 Ochsen rauf. Will nicht starten. So. Geht Tür auf, ja. Machen wir es altmodisch, ne? Gut. Der Mieze, du bist doch nicht gut da aufgehoben in der Straße. Du hast viel Vertrauen. Ja, sie rückwärts ranfahren, ne? Jo. So. So eine Rinder sind ja auch nicht gerade liebe Gesellen, sind aber aggressiv dabei. Beladen, ja, ich muss noch reinfahren, dass 10 kommen, ne? Sonst muss er ja den Punkt erreichen. Das geht nicht weiter. So, beladen hat er gesagt. Glaube, ich soll vorwärts reinfahren. Mir auch recht. Na, komm mal rum. Schwierig, schwierig. Gut, dann macht die 50.000 auf. 25.000 Bits pro Sekunde. Je mehr Bits ich habe, umso mehr besser ist die Bildqualität am Ende. Jo. So, beladen heißt, muss ich mit der Maus aktivieren. Wie geht das? Oh, sorry. Das sind nur 6 Stück, ne? Fahr auf den Stall, na gut. Dann meldet sich alles, der Kühe. Die Bullen und die Katze. Fahrer vom Tierhändler, genau. Kann automatisch fahren, ne? Können ein bisschen gucken. Wir haben schon ein bisschen Zukunft, ne? Also hier können wir automatisch fahren. Der Autopilot im Tesla, ne? In dem Fall im Traktor. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das hätten sie ganz gerne. Ich meine, nicht für Auto, für LKW und so, ne? Für die Ferntransporte. Natürlich wieder Arbeitsplätze verloren.
Jo. Protest von den Tieren. Also geht's euch gut? Da können wir was nicht sehen. Ja, was der Händler mitmacht, das ist nicht mein Problem, ne? Wahrscheinlich. Jo. Ich denke mal. Ein Schlachter, denke mal, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. So ein Leben eines Tieres. Ich bin rechts gefahren, siehst du das? Aber gut. Ist leider nicht ewig. Jo. Warum eigentlich zeigt er mir keine Grafikkarte an? Allerdings. Nein, macht aber nichts. Ganz kurz mal auf Leistung gehen. Und dann gehen wir auf GPU. Ja. Ist noch ganz okay. Könnte noch höher gehen mit Leistung, mal sehen. Aber ich möchte aber auch nicht betreiben. Die weiße Elster. Da müssen wir heute lang fahren. Jo. Die Straße ist uneben. Jo. Gib Ruhe. Hier unser Frachtdampfer hier. Ich weiß aber nicht, ob die weiße Elster überhaupt tief genug ist für Schiffbarkeit. Weiß ich jetzt nicht genau. Glaube ich eher nicht. Die Elbe schon, aber die weiße Elster. Vielleicht ein Stück davon, ne? Bis zum nächsten Hafen oder so. Gut möglich, dass sie da einen Hafen haben. Keine Ahnung. So in Österreich von der Donau aus geht ein kleiner Fluss Richtung, heißt die Enz. Und da haben sie so einen kleinen Industriehafen gebaut für die Elbe. Und ganz drum dran mit wasserdichten Beton in der Chemikalien. Also richtig, das hält der bombenfest. Also der möchte nicht stemmen. Da stemmen die mit den Bagger-Ewigkeiten dran. So fest ist der. Weil er auch säurefest sein müsste. Oh, Ankommerhändler, ne? Da sind wir wieder hier. So, hier. Ah, hier ist die Weide rechts. Okay, da kommt nicht mal rein, provisorisch. Ich glaube, ich muss einmal fahren. So, Ankommen. Da sind die Freunde. So, liebe Schauer, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Ich sag mal tschüss und ciao. Es geht weiter, ja, mit, nachher mit Verkauf. Tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen ist Sonntag, geht's weiter. Tschüss.